Hallo ihr Lieben, hier ist ein weiterer Flugreise-Vlog. Und zwar geht's zurück zum Anfang. Und zwar, ich bin ja vor circa 20 Jahren das erste Mal mit meiner Mutter nach Mallorca geflogen. Und damals schien es mir so, ich hatte riesen Flugangst, ich hätte gar nicht fliegen können, dachte ich. Aber nein, das war gar nicht so. Meine Mutter hat mich beruhigt und gesagt, das ist fast wie Busfahren, es ist gar nicht so schlimm. Es ist wirklich, ja, du setzt dich rein, erstmal klar, denkst so, oh Gott, und geht alles gut und so, also der Start, den merkt man ja fast gar nicht. Und dann, wenn du dann so langsam abhebst, dann wird's da so leicht mulmig, okay, weil du merkst diesen kurzen Schwung da, wo es dann hochgeht, ja, das merkst du halt, das ist dann so wie auf dem Rummelplatz oder so, ja, in einem Fahrgeschäft, ja. Aber ganz ehrlich, du merkst es fast gar nicht. Und dann, ja, wenn man dann wirklich in der Luft ist, dann ist es einfach so, so habe ich empfunden, dass es letztendlich so ist, dass man einfach denkt, man steht in der Luft, also man spürt dann eigentlich gar nicht, dass man fliegt. Letztendlich bei der Landung ist es was anderes. Da, wenn das Wetter ein bisschen verrückt spielt oder mal Turbulenzen ganz leicht, ja, da wird man schon nervös, es geht alles gut und so, ja, aber es ist halt so, in der Flugbranche, die Piloten sind alle so routiniert, dass auch selbst wenn es leichten Sturm gibt, immer das Flugzeug eigentlich immer sicher landen. Und von da braucht man sich jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Ich meine, man kennt ja die Statistik. Die Statistik ist ja letztendlich so, dass ja immer heißt, es sterben mehr Leute bei Verkehrsunfällen als, wie gesagt, beim Fliegen, ne? Also ganz klar. Ne? Also wie gesagt, es war einfach damals so der erste Fluch, dass ich halt gedacht habe, okay, wird schon gut gehen. Das habe ich mir halt auch selber immer wieder gut zugesprochen. Und alles harmlos, also ja, viel harmloser, als man denkt. Also was soll ich da nicht so verrückt machen? Wie gesagt, das Leben ist ehrlich gesagt viel zu langweilig, als immer nur da zu sein, wo man eigentlich lebt, ja, und nicht irgendwie mal die Welt zu bereisen. Also ich rate jeden, die Flugangst zu überwinden. Und es ist, wie gesagt, auch zu meinen Flugreise-Vlogs, also die Serie eben auch quasi für mich jetzt zwar der zweite Teil, aber eigentlich auch der erste Teil, weil man muss ja erstmal, bevor man fliegt, wenn die Leute eben Flugangst haben, darauf vorbereiten, wie sie diese Angst überwinden. Das ist eben auch mein Thema jetzt eben heute. Glaubt einfach an euch selber, habt Mut und wenn ihr einfach glücklich sein wollt und wie gesagt, was erleben wollt, dann fliegt ihr mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, die, wo schon öfters geflogen sind und plötzlich auch Flugangst haben, lasst euch einfach gesagt sein, es gibt wirklich Schlimmeres. Fliegen ist auf jeden Fall sicher, da wird viel dafür getan, dass es auch so bleibt. Und wie gesagt, mir macht es persönlich Spaß. Ich bin in Flughafenhallen mit meiner Freundin gewesen. Und es hat echt immer Spaß gemacht, da durchzulaufen, drauf zu warten. Es war eine große Spannung, bis eben der Flug dann eben, ja, so langsam nah dran war, eben zum Gate zu gehen und eben einzusteigen. Also es hat auch, ja, immer so eine große Vorfreude gegeben quasi für mich, ne? Also ich denke, das wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein. Und man lebt nur einmal. Und wie gesagt, warum soll man auf Fliegen verzichten? Ja. Also ich muss sagen, für mich ist es das Größte, immer wieder mal irgendwo hinzufliegen. Egal, ob es Mallorca war, Griechenland. Ja, und vielleicht auch irgendwann in Mallorca. Wie eben bei meinem letzten New York-Video, wo ich ja selber meinen Song eben eingespielt hatte. Also gut, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, mein Flugreise-Vlog, abonniert mich, teilt mich. Mein Name ist Janis Pontiac, den ich nicht kenne. Und es werden auf jeden Fall noch weitere Flugreise-Vlogs folgen. Wie gesagt, klickt einfach nur an. Ich freue mich über den Klick. Okay, Leute, bis bald. Euer Janis Pontiac. Ciao, ciao, Leute. Ciao.